Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Syndicate Games. Heute spielen wir gegen den Rompe. Sag was. Ich bin stark gegrüßet. Voll den Einsatz verpasst hier, ey. Sorry. Ich dachte, da kommt noch was. Sorry. Nee, da kommt nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Ich spreche doch hier nicht so viel. So. Meister, vergib mir meine Unfähigkeit. Okay. Aber nur, wenn du mich gewinnen lässt. Möchte. Wenn du mich gewinnen lässt, verzeih ich dir. Ich lass dich jetzt alle Runden gewinnen, alles klar? Ja, okay, gut. Ja, ich bin normalerweise übelste Pro, ja, und gewinn alles, aber ich lass dich jetzt mal gewinnen. Okay, gut. Das ist nett von dir. Ja, genau. Nett bin ich. Deine Statistik spoilert auch fast nicht. Wir haben eben eine Runde bei Rompe aufgenommen. Und ja, da könnt ihr auch mal vorbeigucken. Ich weiß nicht, wann sie kommt. Wahrscheinlich nicht heute. Also, wo wir jetzt gerade aufnehmen. Nee, nicht heute, aber ich denke mal doch schon so in den nächsten Tagen. Genau, dann spammt einfach seinen Kanal voll und dann findet ihr das schon irgendwann, dieses wundertolle Video. Also, ist wirklich richtig, richtig, richtig gut geworden. Aber, naja. Wir wollen euch nicht zu sehr spoilern. Genau. Wie gut meine Erhabenheit den Nestro in die Schranken gewiesen hat. Ja. Aber ich merke jetzt schon, jetzt wo ich aufnehme, fehlt schon wieder so ein bisschen an Konzentration hier für das Spiel so an sich, so, weißt du? Ja. Also, mal gucken. Wie viele Schwerter hast du so? Ich habe direkt 5 Dia-Schwerter. Ne? Also, okay. Ja, ist ja Standard mittlerweile bei Syndicate Games. Egal, gegen wen man spielt, man hat immer Dia-Schwerter. Direkt Dia-Schwerter, direkt am Anfang, ja, damit es halt ausgeglichen ist, ne? Ja. Mit dem berühmten Obsidian-Brustpanzer und sowas, ne? Den findet man ja auch immer gleich in der Startkiste. Standard, ne? Ja. So, wo sind Sie denn, Herr Eisbär? Ich bin, das würden Sie gerne wissen, ne? Wahrscheinlich sehen Sie mich gleich sogar. Herr Flo? Oh, hier ist eine Truhe. Schön, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja, das ist sehr schön, das freut mich. Das freut mich, dass du diesen Glücksmoment hast, ja? Ja. Dass du einfach mal eine Kiste findest. Weißt du, welche Glücksmomente ich noch immer mag? Dass du mich besiegst. Ja. Hast du kein Schwert? Ich hab kein Schwert. Ach, Mensch. Leave me alone. Ich hab dir was hier gelassen. Da, wo wir eben gekämpft haben. Da ist mir etwas runtergefallen. Wenn ich jetzt nicht so blind wäre, weißt du? Du hast mir dann nichts fallen lassen, du Arschloch. Doch. Verarscht mich. Oder habe ich es wieder aufgehoben? Verarscht mich, hier ist nichts. Hä? Ich hab's doch hier irgendwo hingelegt. Wo ist es hin? Hier spielt noch ein dritter Spieler mit. Oh, oh. Lauf! Okay, ich hab dir jetzt hier was hingelegt. Da. Hier vorne liegt was. Hier vorne. Vor dir. Jetzt ermordest du mich wahrscheinlich direkt. Okay, wir trennen uns erstmal und dann treffen wir uns gleich wieder. Oh, mir fällt gerade so ein, dass ich doch das Schwert aufgehoben hatte. Ich hab's noch nicht gesehen. Toll, jetzt hab ich kein Schwert mehr. Jetzt hab ich dir mein letztes gegeben. Ja, hast du Pech gehabt, ne? Ja, zum Glück hatte ich 3. Ich würde sehr, sehr gerne verzaubern. Aber ich hab kein Level. Hast du ein Level? Ich hab nicht mal ein Level, aber ich hab ein bisschen Level. Ah, okay. Ne? Cool. Okay, ich such dich jetzt wieder. Mach das. Mach ich auch. Ja. Da ist er ja. Und jetzt aber, komm! Schade. Hätte ja sein können, dass du mir genau in dem Moment vor die Linse springst oder so. Nee. Hat nicht geklappt. Oh, guck mal, hier ist ein Verzauberungstisch. Ah, guck mal, da ist ein Flo. Hallo! Ja, hallo! Siehst du mich? Hallo! Ja, sehe ich. Du bist aber schon schlecht, ne? Ja, so ein bisschen, ne? Bist aber schon so ein kleiner Noob bist du, ne? Ja. Dass du was kannst, das wusste ich. Bist du zufällig blind? Was? Bist du blind? Also, oh, scheiße. Ah, ich hatte nicht mal Rüstung, ne? Ich hatte nicht mal Rüstung, oder? Du hattest eine Hose an. Ah, okay. Ah, scheiße, okay. Oh, ich hab mit einem Herz überlebt. Alter Schwede. Ah, nein.
Aber du bist nicht erblindet. Schade. Das war so meine kleine Strategie. Ich habe hier so ein Enderauge vor mich geworfen, bin da durchgelaufen und dachte, du läufst mir hinterher und läufst genau da rein. Aber irgendwie hat das scheinbar nicht geklappt. Solche alten Tricks, mein Lieber, ja, da falle ich nicht drauf rein, ja. Das war aber also schon mein gewieftester Trick, ja. Das war ich bin schon ein gewiefter Hund, ne? Ach Mann, ey. Ich hab mir richtig Mühe dabei gegeben, so. Weißt du, wir haben so schon vor 7 Tagen hier abgemacht, dass wir heute uns duellieren werden und ich dachte mir so, ja gut, überlegst dir schon mal ein paar Taktiken und dann hatte ich mir diese Taktik schon zurechtgelegt und wirklich analysiert, ob das klappen würde und es klappt einfach nicht. Ja, das tut mir einfach leid, das ist einfach eine Taktik, die kenne ich halt schon aus dem Zweiten Weltkrieg, ne, tut leid. Das ist halt schon ein bisschen alt, ne? Ja, stimmt, du bist ja schon so alt, ne? Ja, natürlich. Das hört sich irgendwie nicht so an, als ob ich alt wäre, aber egal. Klingt eher ein bisschen anders orientiert. So. Es wird einer bist du mehr also. Ja. Aber du trägst ja jetzt Sachen. Früher warst du ja nackt unterwegs. Da fand ich dich irgendwie attraktiver. Ja, aber weißt du, es haben sich halt viele Leute beschwert, weißt du, und dann. Ach so. Dann dachte ich mir, okay, bevor du halt in den Knast gehst, dann ziehst du mal lieber Sachen an, ne, weißt du. Kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen. Nicht alle Leute mögen so diese Nacktheit. Verstehe ich auch nicht. Das ist doch ganz natürlich. Ja. Das ist wie Gott uns geschaffen hat. Man sollte schon ein bisschen aufgeschlossener sein heutzutage, oder? So ein bisschen genau. Nackte genau Eisbären so tolerieren. Genau. Aber naja. Nackte Tiere sind halt nun mal Kulturgut, ne? Genau, genau. Und sonst so bei dir? Was siehst du so? Siehst du mich? Ja, ich habe dich gerade gesehen, ich versuche von dir wegzulaufen, aber ich glaube, du hast mich jetzt auch gesehen, du läufst in meine Richtung. Ja, ich werde dich jetzt verfolgen. Richtig derbe verfolgen. Deswegen laufe ich einfach mal in eine Sackgasse, das ist kein Problem, du verfolgst mich nicht, das ist gut, das freut mich. Das ist ja, genau, ich dachte mir, ich verzauber mal meine Sachen so schön hier. Alter. Oh ja, mach das, lass dir Zeit. Also. Okay, du bist in eine Sackgasse gelaufen, dann weiß ich, wo du lang gelaufen bist. Weil es gibt hier auf dieser Map wirklich nur eine einzige Sackgasse. Oh nein, aber wer weiß, ob ich noch da bin. Ja, du wirst ja irgendwo in der Nähe noch sein. Ah, da sind sie ja auch schon. Wusste ich doch, dass genau diese Sackgasse gemeint ist. Oh nö, bitte Herr Nestlu, lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe da Frauen und Kinder. Oh, da ist noch eine Sackgasse. Frauen, okay. Ich habe Frauen und Kinder, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Rich, please. Ja, weißt du, wir Eisbären leben in einer offenen Beziehung. Der eine mal mit dem anderen und so, ne, weißt du. Also, ach so, ja, da ja, legt ja man sich nicht so genau fest. Ja, ich kenn das. Eigentlich nicht, aber. Na doch, eigentlich kenn ich schon. Oder? Kenn ich's? Ich weiß es nicht mehr, ich bin verwirrt. Ja, ich weiß nicht, wie da dein Freier mit dir umgeht. Ja. Und sind sie gerade im Zirkuszelt am Rumtonen? Dann komme ich mal vorbei. Ja, natürlich. Standardmäßig, ne? Okay. Also, Eisbären gehören ja auch in den Zirkus, ne? Das ist doch klar. Also. Stimmt, habe ich auch immer schon gesehen da. Die ganze Zeit, wenn die Eisbären rumtonen. Ja, ja, und die Clowns gehören ja in den Zoo, ne? Ja. Ich habe letztens gesehen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, keine Ahnung, in irgendeinem Video, dass man, wenn man auf Level 5 verzaubert, teilweise schon Verbrennung bekommen kann. Ah, okay. Das Schwert ist natürlich nicht so schön. Ja, und weißt du, wie viel Level ich habe? 5? Fast. Hm? 4. Leider nur. Ja, geil, dankeschön. Was denn? Gar nichts. Ich habe keine Enderpelle geworfen. Ich habe 2 Erfahrungsfläschchen. Weißt du, wie viele Level ich dann habe? Auf jeden Fall mehr. Ja. auf jeden Fall mehr, nee. Es ist logisch. Es gibt ja keine negativen Erfahrungen. Naja, es gibt schon negative Erfahrungen, ne? Aber in Minecraft, ich weiß nicht. Habe ich immer nur positive Erfahrungen gesammelt. Ich bin ja nur am Gewinnen. Durchweg. Ja, natürlich. Du hast heute noch kein einziges Mal verloren gehabt gegen. Genau. Das war. Hier gibt's mehrere Sackgassen. Bist schon wieder in eine gelaufen. Ich frage mich, wo du hier langläufst. Hier ist wirklich offenes Feld und du läufst in Sackgassen. Also ich kenne, glaube ich, nicht eine auf dieser Map. Ja, ich habe schon mehr gesehen. Oh. Ja, schon mehrmals in meinem Leben. Ich habe auf Level 5 verzaubert und habe Bann 1 bekommen. Ja. Gelten Eisbären als Untote? Untot? Untot, ja. Nee, nicht wirklich. Zombie. Nicht? Also, ich kenne mich da nicht so aus mit der Materie. Zombie-Bär, also soweit ich weiß nicht. Ich habe zumindest nicht den Drang gehabt, ernähren, ne? Den hatte ich noch nicht.
Aber ich denke mal, ich turn jetzt einfach mal hier so ein bisschen rum. Weil ich eh keine Chance haben werde. Dienen wir das Ganze einfach mal ein bisschen. Ja, okay. Ich werde dich jetzt eiskalt ermorden. Ja, wenn du wüsstest, wo ich bin, wa? Bist du das da? Ist das ein Namensschild? Duck dich mal. Es ist kein Namensschild. Ach, schade, schade, schade. Wo läufst du denn? Sag mal. Ha. Du. Dein Internet leckt gerade ein bisschen. Barbie Buba. Du beatboxst wieder. Genau. Episch, wunder schläft. Ach, guck mal. Ich mach das mal aus, ne? Hier, beenden. Und du bist auch besser. Ach, du bist gerade nicht in Minecraft unterwegs. Na doch, jetzt wieder. Ach, schade. Das wäre jetzt toll gewesen, wenn ich dich in dem Moment gefunden hätte und eiskalt ermorden hätte können. Wäre natürlich sehr unfair, ne? Ja, ein bisschen. Wo bist du denn? Bin natürlich am... Aber das wüsstest du jetzt, ne? Ja, ehrlich, wirklich, ja. Du hast mich ja schon einmal gesehen, ne? Ich dich noch nicht. Ja, ich hab dich einmal gesehen, da waren wir in der Mitte, aber... Ich sehe dich. Ich sehe dich auch. Hallo? Hallo. Jetzt fangen die Mindgames auch an. Das meinte ich, das ist... Die Enderperlen funktionieren ab und zu nicht. Ich weiß. Ey, wer dich? Hey, du hast mich gehauen, das tut weh! Mann, hast du kein Schwert gefunden die ganze Zeit über? Nein, ich hab nichts gefunden. Ich hatte sogar ein Bann 1 Schwert ja noch. Also ich habe, das war eben Schärfe und dann hatte ich noch Bann 1 dazu. Mensch. Okay, dann würde ich sagen, finale Runde. Ich verstehe, irgendwie habe ich riesen Pech. Bleibst du stehen jetzt, bleibst du stehen, hör auf wegzulaufen. Das kannst du in Syndicate Games wieder machen. Komm her jetzt. So, wir spielen jetzt noch eine Runde auf einer kleinen Map. Und zwar nehmen wir einfach mal... die hier. Ja, wir nehmen mal... Ja, genau. Okay. So, sehr gut. So. Irgendwie gehen bei mir so diese Syndicate Games Runden immer 1-1 aus, nach zwei Runden. Also es ist immer irgendwie so ein Endmatch am Ende. Das ist natürlich super, ne? Ja, finde ich. Haben sie gar nicht abgesprochen oder so? Nee. Fast gar nicht. Ja, fast gar nicht, sagt er. Fast gar nicht, ne? Ja. Hört euch das an, Leute. Ich bin voll der dreiste Lügner, ne? Es tut mir leid. Ja, ich sollte Rompe in der ersten Runde gewinnen lassen und ihn in der zweiten fertig machen. Oh, ich sehe dich, aber hast du ein Schwert? Ja, wer weiß. Ja, ich nicht. Da bringt es jetzt nichts, auf dich raufzugehen. Also könnte ich machen, aber wozu? Könnte ja noch eins in einem anderen Slot haben. Ja, könntest du, klar. Dass ich das dann rausziehe. Und so. Aber wenn du schon so kommst, dann hast du wahrscheinlich nichts. Wer weiß. Oder ich will dich glauben lassen, dass ich nichts habe. Dabei habe ich was. Dann würdest du mich angreifen, oder? Sicher. Ich denke, wenn ich kein Schwert habe. Psychologische Kriegsführung und so. Psychologische Kriegsführung. Du mich auch einfach nur glauben lassen, dass du kein Schwert hast. Stimmt, und dann kommst du und greifst mich an und dann hab ich und dann machst du mich einfach fertig, weißt du? Genau, so kannst du natürlich laufen. Ja. So kannst du natürlich laufen. Das weiß man ja vorher nicht. Ja, das kannst du aber laut sagen, du, ne? Kannst ja herkommen und es ausprobieren. Ach nee, da hab ich. Weiß nicht. Hast ein bisschen Bammel vor, ne? Hast Angst. Ja, Angst nicht. Es ist Respekt. Respekt des Gegners gegenüber und ihn ein bisschen zappeln lassen, weißt du. Weißt du, an dieser Bemerkung, ne, hör ich schon, dass du lügst. Respekt mir gegenüber. Ja, niemand hat. Bist du so ein Forscher, ja, dass du das erkennst, dass ich jetzt lüge. Genau. Ja? Bist du dir da sicher? Doch. Vielleicht will ich dich das auch nur glauben lassen, weißt du? Oh, du läufst direkt unter mir lang. Hallo. Gibt's noch eine. Hallo. Oh, du hast auch einen Bogen. Oh Gott. Oh Gott, Waffen. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ja, was zum Geier. Und sonst so? Hallo und tschüss. Ja, das war's dann wohl. Und da geht wieder die Beatbox los. Das ging eh...
Hand geflogen, die ich hier bei mir behalten haben lassen hat. Tut ein Tun. Ja. Gut, das waren dann 3 Runden Syndicate Games mit dir, Rompe. Mit dir. Hast gemerkt, dass ich mit dir gespielt habe? Ja. Okay. Gut, dann vielen Dank, dass du dabei warst. Guckt auch auf seinem Kanal vorbei. Er macht auch manchmal Videos. Sind zwar nicht so cool wie meine, üblich, ne? Aber ihr könnt trotzdem mal vorbeigucken. So, vielen Dank, dass du dabei warst. Kein Problem, immer wieder gerne. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss. Du hast es auch mit deinen Einsätzen, ne? Also echt jetzt, Mensch. Mit dir nehme ich nie wieder. Tut mir leid, ich geh mich ja schon schämen.